Deshalb würde ich Herrn Ehmke jetzt bitten. Herr Ehmke promoviert bei Professor Blankertz in Berlin und wird uns über das Thema Kongruenz etwas erzählen, wo es vor allem um den Wettbewerb und die Umverteilung zwischen verschiedenen Gebietskörperschaften geht. Da er Jurist ist, kann er das wahrscheinlich deutlich besser und präziser ausdrücken als ich, weil ich nur Ökonom bin. Aber wir freuen uns sehr auf deinen Vortrag. Okay, vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, erstmal einen herzlichen Dank an die Hayek-Gesellschaft für die Einladung und auch für die Unterstützung dieses Projekts. Es geht um die institutionelle Kongruenz durch Autonomie und Integration. Das ist eine Arbeit, die baut auch auf Veröffentlichungen von Herrn Professor Charles Blankert und auf gemeinsame Arbeiten von uns zu diesem Thema bereits auf. Die Idee, die dem zugrunde liegt, ist denkbar einfach. Wenn wir finanzielle Stabilität erreichen wollen, dann setzt das voraus, dass die Kreise von Entscheidern, Zahlern und Nutznießern eben dieser Entscheidung weitestgehend übereinstimmen. Das können wir ganz einfach an einem persönlichen Beispiel verdeutlichen. Wenn wir finanziell nur für uns selbst verantwortlich sind, dann haben wir jeden Anreiz, uns nach Kräften darum zu bemühen, das zu verdienen, was wir gerne verbrauchen und ausgeben wollen, dann geben wir unser Geld so aus, dass wir das Produkt erwerben, was uns am besten gefällt. Und wenn wir jetzt Schulden für den Konsum aufnehmen, dann wissen wir, dass wir morgen etwas weniger Geld zur Verfügung haben. Nehmen wir dann noch andere Leute in diese Verantwortung mit rein, beziehungsweise übernehmen die Verantwortung für deren Ausgaben und Schulden, dann lohnt es sich, etwas genauer hinzusehen. Man kann vielleicht sagen, in der Ehe oder in der Partnerschaft funktioniert das vielleicht noch ganz gut. Da sollte man idealerweise an einem Strang ziehen. In der Familie wird es etwas schwieriger vielleicht schon. Und sobald dann Dritte involviert sind, die einen unbeschränkten Vermögenszugriff haben auf ihr Vermögen, dann lohnt es sich, Ausgaben- und Schuldenentscheidungen vielleicht zu überwachen und zu kontrollieren. David Hume hat das schon 1742 erkannt und dazu gesagt, es wäre kaum unklüger, einem verschwenderischen Sohn Kredit bei jeder Bank in London zu geben, als einem Staatsmann zu ermächtigen, in dieser Art und Weise Schulden aufzunehmen. Was bedeutet das also übertragen auf den Bereich der öffentlichen Finanzen? Die These ist, es braucht institutionelle Kongruenz bei der Organisation dieser öffentlichen Finanzen. Keine Gebietskörperschaft darf dann Entscheidungen über Ausgaben und Schulden auf Kosten einer anderen Gebietskörperschaft treffen. Nur dann haben wir harte Budgetbeschränkungen. Kommt es aber zu einem Auseinanderklaffen der Kreise von Entscheidern, Zahlern und Nutznießern, dann haben wir institutionelle Inkongruenz und weiche Budgetbeschränkungen. Es gibt zwei institutionell kongruente Modelle. Das eine ist Autonomie und das andere ist Integration. Im Autonomiemodell, das ist das konsequent dezentral und föderalistische Modell. Jede unterstaatliche Gebietskörperschaft hat dann eine Ausgabenkompetenz, also kann selbst da über die Verteilung von Ressourcen entscheiden, muss aber auch hinreichende Steuerkompetenz, insbesondere über wesentliche Steuern haben, wo sie die Steuersätze auch selbst setzen kann. Dann ist auch ein No-Bailout glaubwürdig, also es kommt nicht zu einer Hilfestellung und im Falle des Scheiterns haben wir dann idealerweise auch ein geordnetes Insolvenzverfahren für Gebietskörperschaften. Welchen Vorteil hat das? Das schützt vor hohen Ausgaben und hoher Verschuldung, weil es Marktdisziplin gibt. Die Gläubiger haben jetzt einen Anreiz, sich den Schuldner genauer anzuschauen und zwischen guten und schlechten Schuldnern zu unterscheiden. Sie investieren in die Überwachung. Eine solide Budgetpolitik wird belohnt, das spiegelt sich in den Zinssätzen wieder, das Schuldenmanagement findet also ex ante auch statt. Vor allen Dingen ist es auch ein Signal an die Wähler in diesen Gebietskörperschaften über die fiskalpolitische Leistung ihrer gewählten Vertreter. Im Integrationsmodell sieht es anders aus, da haben wir vielleicht auch unterstaatliche Gebietskörperschaften, die sind aber abhängig von den Weisungen des Zentralstaats bei Ausgaben und Einnahmen. Sie bekommen zugewiesene Transfers und Steuern, aber die Zentralverantwortung liegt noch beim Gesamtstaat. Der gibt eine Garantie für die Schulden ab oder schränkt die Schulden radikal ein. Für Gläubige gibt es jetzt keinen Anreiz mehr, sich die Schuldner auf lokaler Ebene genau anzuschauen. Es gibt ein Pooling-Gleichgewicht und die Marktdisziplin gibt es nicht mehr auf lokaler Ebene. Die Kontrolle durch den Zentralstaat wird hier notwendig. Institutionelle Kongruenz gibt es eben nur auf Ebene des Zentralstaates in diesem Modell.
Jetzt ist vielleicht bei den ein oder anderen von Ihnen kommt der Einwand auf. Ich kann jetzt nicht, dass Sie sagen, das dezentrale Modell müsste dem zentralen Planer doch eigentlich überlegen sein. Das kann man nicht so in einen Topf werfen. Und ich würde sagen, da haben Sie auch recht. Es gibt sehr gute Argumente für die Dezentralisierung. Denken wir an Vorteile bei der Entstehung oder Verarbeitung von Informationen im Sinne Hayeks. Oder wir denken an den Thibault-Wettbewerb. Buchanan und Brennan haben einmal bei der Leviathan-Hypothese gesagt, wenn man Ausgaben und Steuerkompetenzen dezentralisiert, dann kommt es zum Wettbewerb durch Exit oder auch durch Wahlen, weil wir Vergleichbarkeit und Transparenz haben, also weniger Steuern und Ausgaben. Es gibt relativ viele empirische Studien, die sich mit Dezentralisierung und Zentralisierung beschäftigen. Und die kommen zu durchaus unterschiedlichen Ergebnissen. Oates hat zum Beispiel 1985 einmal gesagt, der Leviathan, das ist eigentlich nur ein mythisches Wesen, den gibt es gar nicht. Dezentralisierung hilft vielleicht nichts. Aber vielleicht kann hier auch gerade die Idee der institutionellen Kongruenz neue Perspektiven eröffnen. Dann geht es zunächst nicht um die Frage zentralisieren oder dezentralisieren, sondern wie wollen wir Dezentralisierung oder Zentralisierung gestalten? Die Antwort darauf, nach Möglichkeiten institutionell kongruent. Wenn wir dezentralisieren, dann geht es auch darum, dass man effektiv Ausgabenkompetenz mit Steuerkompetenz und mit der Haftungsalleinverantwortung für eigene Schulden dezentralisiert. Dann wäre das jetzt ein Maßstab für die Bewertung von Organisationsalternativen und das können wir uns in der Praxis auch anschauen. Nehmen wir das Beispiel der USA. In den USA haben die Bundesstaaten eigene Gesetzgebung zum Verwaltungskompetenz, soweit das nicht dem Bund zugewiesen ist, per Verfassung. Und dafür können sie auch über ihre Ausgaben selbst entscheiden. Sie verfügen aber auch über eigene und wesentliche Steuern, die sie selbst festsetzen können. Also die Bundesstaaten erheben neben der Federal Income Tax eine Personal Income Tax, eine Corporate Income Tax und die Sales Tax liegt auch bei den Bundesstaaten. Dadurch haben sie auch Anpassungsmöglichkeiten in der finanziellen Notlage. Kalifornien hat zum Beispiel Ausgaben gekürzt und auch Steuern hochgesetzt. Wenn wir das mit Deutschland vergleichen, da gibt es diese Anpassungsmöglichkeiten kaum. Die Länder haben zwar die Ausgabenkompetenz, können aber über zumindest die wesentlichen Steuern kaum selbst entscheiden. Das liegt dann beim Bund, diese Steuern werden ihnen zugeteilt. Nur unter dieser Bedingung ist dann auch ein No-Bailout-Prinzip glaubwürdig. In den USA wird das seit 1840 konsequent angewendet und spiegelt sich in durchaus sehr unterschiedlichen Zinssätzen wider. Die Marktdisziplin ist also hergestellt und im Verhältnis der Bundesstaaten zu den Gemeinden ist das häufig sehr ähnlich. Das hängt aber auch noch etwas von der bundesstaatlichen Verfassung ab. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass es zur finanziellen Notlage kommt, wenn wir nach dem Marktprinzip agieren, dann gibt es Gewinner, aber auch mal Verlierer, dann kann ein Modell auch mal scheitern. Dann gibt es in den USA für Gemeinden die Möglichkeit, in ein geordnetes Insolvenzverfahren nach Chapter 9 zu gehen. Und ein Neustart ist dann ermöglicht. Vor allen Dingen motiviert es die Gläubiger, sich im Vorhinein die Schuldner etwas genauer anzuschauen. Detroit ist ein sehr prominentes Beispiel dazu und Puerto Rico wird gerade nach einem eigens vom Kongress dafür geschaffenen Insolvenzverfahren auch in der Schuldenrestrukturierung unterstützt. Wir sind hier also sehr nah am perfekten Autonomiemodell. In der Schweiz ist das auch sehr ähnlich. Jetzt können wir uns anschauen, in Frankreich haben wir eher ein Integrationsmodell. Die Departements und die Regionen, die Gemeinden haben Selbstverwaltung bei den Ausgaben, sind bei den Verschuldungsmöglichkeiten sehr eingeschränkt und ihnen werden Steuern zugewiesen. Das heißt, die Verantwortung liegt im Ende bei Paris. Ich gehe jetzt da mal ganz schnell, ich sehe die Zeit rennt. Zu einem Beispiel, das immer noch sehr aktuell ist und zu dem sich die ein oder anderen von Ihnen vielleicht auch schon sehr engagiert geäußert haben. Und das ist die Eurozone. Da liegt die Ausgaben- und Steuerkompetenz bei den Mitgliedstaaten. Und wenn wir uns den Maastrichter Vertrag anschauen, dann denken wir, wir haben eigentlich das Autonomieprinzip. Tatsächlich haben wir aber große Bailout-Maßnahmen unternommen und die wirken in dreifacher Hinsicht oder bisher in zweifacher Hinsicht. Einmal werden die Hilfskredite auf lange Zeit zu Zinssätzen weit unter dem Marktpreis vergeben. Das heißt, gegenwärtig liegt der Present Value dieser Auszahlung schon
beziehungsweise der Present Value der Kredite schon weit unter dem Wert der Auszahlung. Wir haben da schon ein ganz großes Geschenk der offiziellen Gläubiger drin. Dann wirkt das aber auch ex ante. Denken wir an die Jahre der Euro-Dividende. Viele Länder konnten sich nach Einführung des Euros, oder Griechenland konnte sich genauso verschulden wie Deutschland, zu ziemlich ähnlichen Zinssätzen, weil es für die Gläubiger keinen Sinn mehr macht, sich die Schuldner genauer anzuschauen. Das führt natürlich zu Fehlanreizen. Ob das jetzt eine gute Lösung ist, weil man, Sie können ja natürlich auch sagen, das ist vielleicht teuer, aber dadurch wird die europäische Solidarität gestärkt. Naja, das können wir vielleicht dann in der Diskussion weiter besprechen, denn die Zeit müsste jetzt am Ende sein, ja? Gut, danke. Frage vor dem Hintergrund Ihrer theoretischen Erörterungen. Müssen Sie nicht völlig verzweifeln, wenn Sie an den deutschen Finanzausgleich denken? Ja, ich würde sagen, der deutsche Finanzausgleich ist in gewisser Art und Weise konsequent, und zwar dann, wenn wir auch keinen Steuerwettbewerb zulassen. Wenn wir in Deutschland haben wir fast ein Integrationssystem. Das Einzige, was wirklich dezentralisiert ist, ist die Möglichkeit, Schulden aufzunehmen und die Möglichkeit, die Ausgaben selber zu managen. Das heißt, wenn wir dort keinen Spielraum eben auch durch Steuern geben, wie wir das zum Beispiel in der Schweiz zwischen den Kantonen haben, oder wenn wir die Möglichkeit haben, das wie in den USA zu gestalten, dann ist es durchaus auch glaubwürdig, einen Finanzausgleich zu haben. Ich wäre aber durchaus der Befürworter eines Autonomiemodells auch in Deutschland. Vor meine Frage eine kleine Aussage. Mein Name ist Gert Robanus. Die Aussage, wenn man die Maastricht-Verträge, die No-Bail-Out eingehalten hätte, bin ich der Überzeugung, die große Krise wäre nie gekommen und der Euro wäre und die ganze Eurozone gerettet gewesen. Jetzt die Frage an den Referenten. Da das ja alles gebrochen wurde und es mehr in Schulden versinkt und ich bin auch nicht optimistisch, also ich glaube, die Eurobonds kommen auch durch Macron und Merkel und die alle, die werden nur anders genannt. Halten Sie die Eurozone und den Euro überhaupt noch für rettbar? Ich würde sagen, es gibt zwei theoretische Lösungen, wenn wir uns das jetzt mit der Integration und der Autonomie überlegen. Das eine wäre tatsächlich, man geht in diese Richtung, man hat dann Eurobonds. Es wird jetzt über den Fiskalpakt gesprochen und der neue Stabilitätspakt hat eigentlich keine Zähne, keine harten Durchsetzungsmechanismen. Es ist nicht so, dass ein Budget kassiert werden könnte zum Beispiel. Wenn wir tatsächlich eine zentrale Steuerung in Brüssel haben, das wäre eine Möglichkeit. Ich glaube, das ist unrealistisch und dazu würde auch der politische Wille hier fehlen. Was aber eine sehr gute Lösung wäre, wenn man tatsächlich zum Modell der Autonomie gehen würde. Das heißt dann, dass es keine Hilfestellung gibt. Und jetzt stellen wir uns das nicht so vor, dass dann tatsächlich die Akropolis verkauft werden müsste, wie manche dann immer sagen. Es gibt eben keine Liquidation bei Staaten und es gibt dann auch keine Zwangsverwaltung. Für viele Schuldnerstaaten wäre das vielleicht sogar besser, weil sie sich eben diesem Diktat der Troika entziehen könnten. Sie würden dann in Verhandlungen mit ihren Gläubigern gehen. Idealerweise gäbe es dafür auch ein Staateninsolvenzverfahren. Sie sehen den Fall mit Argentinien, das war jetzt fast 15 Jahre im Default. Das ist kein glücklicher Zustand. Aber wenn wir ein Autonomieprinzip einführen, dann heißt das keine Hilfestellung, dann heißt das Verhandlungen mit den Gläubigern und vor allen Dingen heißt es auch, dass es vielleicht gar nicht erst zur Krise gekommen wäre, weil die Gläubiger schon am Anfang hingeschaut hätten, die Zinssätze so hoch gewesen wären, dass die Schuldnerstaaten einen Anreiz schon früher zu Reformen gehabt hätten, weil sie sich eben nicht über billiges Geld in den Konsum weiter hätten verschulden können. Okay. Vielen herzlichen Dank, David.